Bereite dich darauf vor, die Schönheit der Aquarellmalerei mit einer zarten Pfingstrose als Motiv zu entdecken. In unserem Online-Tutorial wirst du lernen, wie man diese Blume in der Technik Nothing Nas malt. Mit unseren Schritt-für-Schritt-Videoanleitungen und dem Feedback vom Künstler wirst du lernen, wie man die Farben mischt und auf das Papier bringt, um die Blume zum Leben zu erwecken. Die Technik Nothing Nas ist eine Herausforderung, aber mit unserer Anleitung wirst du lernen, wie man die Farben auf das Papier aufträgt, um eine wunderschöne Pfingstrose zu schaffen. Ob du Anfängerin oder Fortgeschrittene bist, unser Online-Tutorial wird dir die Fähigkeiten und das Vertrauen geben, um dein kreatives Potenzial auszuschöpfen und wunderschöne Kunstwerke zu schaffen. Also, worauf wartest du noch? Melde dich jetzt an und entdecke die Schönheit der Aquarellmalerei mit einer zarten Pfingstrose als Motiv. Ich werde für dieses einfache Motiv keine Skizze anfertigen. Du kannst allerdings natürlich die Skizze von der Kursseite herunterladen und nutzen. Ich werde jetzt sofort damit anfangen, mein Papierblatt mit Wasser zu benetzen, zu befeuchten. Ich fange draufklatschen mit genug Wasser. So, richtig einarbeiten. Ich fange sofort mit den Blumenblättern. Ich werde die Blume ziemlich groß platzieren, hier auf der oberen Mitte, etwas versetzt nach oben. Erstmal hier den Pinsel auf der Serviette mal kurz abstreifen, damit wir nicht so viel Feuchtigkeit drauf haben. Und los geht's. Wir werden ungefähr also hier anfangen. Zack, hier kommt also, wir die Form finden. So, abstreifen, damit wir nicht so viel Feuchtigkeit drauf haben. Und hier zwei Streifen, damit es nicht so nass ist. Und hier mit kleineren Strichen zeigen wir auch schon mal die Spitze der Blüte. An einigen Stellen können wir es noch ein bisschen nachbessern. So, solange es noch feucht ist. Und auch bitte sahnigere Konsistenz, nicht so feucht. Eine trockenere Konsistenz mit viel Pigment. Ein Blatt einfügen. Ja, wie gesagt, ich kann die Blätter so platzieren, wie es mir gefällt. Das muss nicht alles genau so sein wie auf der Vorlage. Ein bisschen abdunkeln. Ja, wir haben so ausgefranste Ränder, weil ja, wir malen Nas in Nas. Das kannst du gerne so lassen oder ein bisschen, wie gesagt, mit dem Pinsel, mit dem trockenen Pinsel nachhelfen, wenn es zu sehr ausfranst. Ja, um einfach einen Akzent zu setzen. Und ich fange einfach etwas versetzt an, nicht so ganz nah an der Blüte, damit ich sehe, wie die Farbe sich verhält, ob sie sich nicht zu stark verbreitet. Und aus den Blättern heraus quasi ein bisschen mit reinem Pinsel drüber ziehen. Das machen wir, damit hier diese Bereiche sich weich vermischen und die Blätter nicht so abgeschnitten werden. Hier so ein Muster noch einzufügen an einigen Stellen, wenn du magst. So dieses typische Blattmuster, ja, diese Adern. Nun, wir haben eine schöne Pfingstrose in der Technik Nas in Nas dargestellt mit ganz schönen, typischen, weichen Rändern, die wir auf einem nassen Papier gemalt haben. Ja, auch diese Übergänge sind ganz weich, ein weicher Farbauftrag und das ist also die Idee von der Technik Nas in Nas. Die ist etwas herausfordernd, aber am Ende ist das Resultat auch wirklich ganz typisch aquarellistisch. Wie du siehst, die Hauptsache ist hier einfach die Kontrolle, die Balance zwischen Feuchtigkeit des Papiers und Feuchtigkeit der Farbe, die wir auf den Pinsel nehmen. Wenn die Papieroberfläche ziemlich nass ist, dann soll die Farbe trockener aufgenommen werden. Das heißt also einfach pigmentierter und weniger Wasser. Wenn dagegen die Papieroberfläche schon etwas trockener geworden ist, dann können wir selbstverständlich auch mehr Feuchtigkeit auf den Pinsel verwenden. Und das Gefühl dafür kommt natürlich auch mit der Erfahrung. Und du sollst auch bedenken, dass verschiedene Papiere sich auch unterschiedlich verhalten. Ja, auch Baumwollpapier von verschiedenen Herstellern ist auch unterschiedlich.
Deswegen sollst du es auch einmal ausprobiert haben, damit du auch ein Gefühl dafür bekommst, wie du da vorgehst. Nun, ich hoffe, es hat dir gut gefallen, diese schnelle, skizzartige Blüte zu malen. Und wir werden natürlich unser Wissen, unser Können für die Technik Nasi Nas in den nächsten Tutorials noch vertiefen und verbessern. Und ich sage dir bis dann. Danke für dein Interesse an diesem Tutorial. Möchtest du diese Videoanleitung in voller Länge, absolut kostenlos, inklusive Malvorlagen und ohne Werbeunterbrechungen finden, dann schau mal kurz unten in die Beschreibung rein. Da habe ich dir einen Link hinterlassen.